wunderschönen guten Abend oder ich will sagen auch gute Nacht. Wir sind jetzt wieder Jim Studio am Start hier. Einmal kurz rüberschwenken. Felix ist am Start, Paul filmt. Die zwei Kollegen, die wir hier haben, sind von ihrem eigenen Channel. Total die TV. einfach mal bitte selber vorstellen, macht alles ruhiger. Ja, willst du anfangen? Ja, ich bin Nico von Deutschjugend TV. Maurice, wir haben eine Facebook-Seite, machen etwas Comedy und so viel dann zu uns. Also, ich bin beide schon. Sehr schönes Lächeln. So, wir wollten nur mal kurz mir vorstellen, weil wir heute Abend mit denen einfach mal ein bisschen unterwegs waren, wollten hier in so einen Club gehen, der hat geschlossen, sofort um 1 Uhr, sofort füllen wir rüber, sofort diesen Motorroller nehmen und reinwerfen. wir gehen gleich noch ins Gym, also nur wir drei, ohne die, ist jetzt mittlerweile auch ein Uhr nachts oder so. Kiffen, deswegen. Wie groß ist eigentlich Felix? Nein, wir gehen gleich noch ins Gym, werden ein paar Übungen für euch zeigen, wird hoffentlich schön leer sein. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch was zu sagen habt, halte ich mich zurück. Reicht noch was zu sagen? Rest in peace, Reispack. Das Wort nochmal an euch. Wir halten uns zurück. Abonnieren, kommentiert die kleinen Pumpen. Liken, ganz wichtig. Geben gute Tipps für euer Super Training. Seite. Zum Fitness, etc. BB. Die machen das schon. Rest in peace, Reispack. Peace out. Wir haben die zweite Übung, geile Bizeps-Übung. Ihr werdet jetzt hier bei Felix sehen. Wo haben wir das gute Licht? Hier ist das Handgelenk so, sagen wir mal, waagerecht werdet ihr sehen, wie die Bizeps runde zu mir. Macht das jetzt senkrecht. Nochmal drehen wir, Handgelenk. So, seht ihr, wird er in die Länge gezogen. Und jetzt kommen wir von oben, schön von oben. Ihr seht hier, wenn er jetzt dreht, wie der Bizeps sich verändert. Wird er kürzer, dreht er, wird er wieder hier unten länger. Das ist dieser Punkt, wo das Muskelversagen eintritt, wenn es kommt. Und wichtig ist bei der Übung, langsam runtergehen. Kommt desto mehr Stress, desto mehr Wachstum. Und ihr seht, so viele schafft man halt noch nicht, wenn man ein relativ hohes Gewicht geht. 8 Stück und dann kommt schon das Limit. Genau. Dann haben wir jetzt schon die dritte Runde, jetzt im Studio. Daniel wird euch jetzt mal eine gute Routine zeigen, die wir jetzt zum ersten Mal eigentlich machen. Und ja, und dann fangen wir an, Daniel. So, können wir halt ganz gut was sagen. Weil er kommt zu näher, damit es nicht so brüllen muss. Ihr seht jetzt hier den Winkel der Bank, also nicht zu hoch, seht ihr auch nicht ganz unten, ein bisschen angewinkelt. Nicht, also ihr solltet nicht auf dem Podest sitzen. Ihr seht, Zielmuskel ist jetzt hier die hintere Schulter und das obere Lat, also der obere Latissimus. Ich weiß ja nicht, komm mal kurz hoch, jetzt ist es vielleicht von oben das Elf von Mann. Ihr seht auch, ich habe gleich die Stange nicht hier vorne, auf Gesichtshöhe. Und dann hier auf Gesicht immer wieder, zieh die schön die Kontraktion hoch. Okay? Ihr seht, ich sitze nicht, ich habe eine gerade Linie. Spannung und so. Wenn ihr die Wiederholung habt, zieht sie hoch, haltet kurz, schön die Kontraktion und dann langsam runterlassen und wieder explosiv nach oben. Das knallt in der hinteren Schulter, die ja schließlich auch zum Rücken gehört und im oberen Latissimus. Gut, das war die eine Übung, also schön dran denken, nicht sitzen, quasi stehen, Federung in den Beinen haben und schön die hintere Schulter auch anspannen wollen. Die nächste Übung wird uns Kollege Felix sein, jetzt ein bisschen müde, nicht wundern. Ist ja auch schon ein bisschen 3:25 Uhr. Gut, ich bin gleich in der Übung. Er nimmt sich jetzt hier die Handtischhacke 15er.
die, also für uns ist die Übung nicht so für einen Satz, also für Supersätze oder so, bestimmt sozusagen. Wir machen das meistens in einer Ruhepause oder wenn wir mal keine Hanteln finden. Also die Hantelgewichte, so ja. Hantelgewichte finden oder einfach so mal, um die noch aufzupumpen. Zeig mal kurz. Zeig mal kurz. Und wenn man das schön langsam und gut ausführlich macht, dann kriegt es auch richtig. Der Bums ist eigentlich richtig. Wollen wir mal rübergehen und das Ganze mal angucken? Also zwischen den Sätzen hat der Felix schon gesagt. Und halt, falls mal keine richtigen Gewichte da sind, ihr seht jetzt, mal ein bisschen Hohlkreuz. Ja, schön Spannung im Körper. Ihr seht, der Ellbogen ist immer dran. Der Oberarm bewegt sich gar nicht. Und ihr könnt da außen wie innen fassen und seht jetzt, dass er schön im Tempo nach oben geht, langsam runter. Und dann wird speziell auch nur der Bizeps angespannt. Wie gesagt, das fickt. Zurückzoomen will ja. Gut. Gucken wir uns das Ganze mal von Weitem an. Machen wir noch 3 da. Das sind so Sätze zwischendurch. Ja, da gehen noch 2, da gehen noch 2. Das sind so Sachen zwischen den Sätzen, damit man schlapp wird oder kalt wird. Und was sagen dazu? Ja, Paul hat jetzt richtig ausgeführt, wichtig ist, dass man halt, ich bevorzuge bei der Übung nicht so das Hohlkreuz, keine Ahnung warum, ich habe es eigentlich noch nie so gemacht, das Hohlkreuz, aber wichtig ist halt, Hohlkreuz, dann dass man... Dass so, ich zeige dir mal kurz, ich drehe, damit... Die Arme hier dran bleiben und immer nur so, also nicht irgendwie so oder so, immer halt so, wie bei Trizeps, wo man so macht, einfach nur immer so hier. Also du meinst den Ellbogen an dieser Stelle lassen? Genau, und immer halt... Immer langsam runter und hochstoßen. Explosiv nach oben, langsam genau. Runter und wieder hochstoßen. Da erzählt er ein wahres Wort. Und was ich noch mal kurz so dazu sagen wollte, wir haben es jetzt mittlerweile, mal gucken, hier auf so unserem Monitor. 3:45 Uhr. Bitte mal zoomen, Kamera. Ja, 3:45 Uhr. Vorteile und Nachteile, mal schnell in 30 Sekunden, wenn man nachts geht, bitte. Vorteile und Nachteile. Man sieht es hier. Es gähnende Lehrer außer 3 Leute. Vorteil und du? Vorteile, meine Frise sitzt mega geil. Nee, du kommst jetzt mit einem Nachteil. Nachteil ist, dass ich einfach mal mega müde bin und völlig K.O. bin und einfach nur mit meinem Kopf hier gegen rammen würde. Das ist übrigens der Spiegel, der das Problem ist. Man könnte jetzt, ist immer das Geile, wenn Booster geschluckt hat, geht man nachts schön ins Gym, alles ist leer, man hat seine Ruhe. Vorhin das Lustige, wir haben einen Booster hier genommen und die beiden haben heute den leckeren genommen, also den leckeren, und ich habe den richtig ekelhaften, der nach 3 Tagen Regenwetter schmeckt. Paul, ihn mal kurz auslachen bitte. Ich nehme das Pulver, boah, ich habe nur das Pulver im Mund, ja, und ihr kennt doch bestimmt das Gefühl, wenn ihr kotzen müsst. Logen. Ich nehme das. Hab das alles wieder aufgebaut. Das ist wirklich kein schöner Booster. Da ist auch sehr, 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 sehr wenig Beta-Analin drin. Man merkt es nicht so genau, wenn es abgeht. Aber wie gesagt, der Müde, also der Fall des Müde-Sein ist natürlich leider auch gegeben. Also hätte ich den Booster nicht genommen. Würde jetzt die Gähne leere. Und dazu muss man natürlich sagen, bei 15 Kilo, man kann weniger, man kann mehr nehmen. Paul ist im Anfangsstadium, ist Anfänger, deswegen sind 15 Kilo da schon gut gewesen. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hiermit. Wir sehen uns im nächsten Video. Paul, nochmal schön posen kurz. Wunderschön. Nein. Okay, dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, weiter abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wa? Wir sehen uns später. Ciao.